Liebe Heidi, ich darf mich im Namen der KG herzlich bedanken, dass du in diesem Jahr das schwere Amt der Ballettmeisterin übernommen hast. In vielen, vielen Übungsstunden hast du mit den Ballettmädchen diesen neuen Gardetanz einstudiert. Du hast zwar viele Jahre selbst in der Garde mitgetanzt, aber ich glaube, wenn man erstmal verantwortlich vor der Aufgabe der Ballettmeisterin steht, merkt man, wie schwierig die Lösung es ist. Friesen, euch allen bekannt. Seitdem die Ostfriesen dort sind, gibt es auch Ebbe und Flut. Wisst ihr warum? Nein? Als das Meer die Ostfriesen gesehen hat, hat es sich so erschrocken, dass es sich zurückgezogen hat. Jetzt kommt zweimal am Tag gucken, ob sie noch da sind. Ich war sehr oft dort oben. Ich kann dieses Völkchen eigentlich nur loben. Sie sind fast wie wir hier. Drum möchte ich euch jetzt sagen, was mir dort alles widerfahren. An einer Tankstelle in Leer angekommen, sagte ich zum Tankwart, sehen Sie bitte die Reifen nach. Der Tankwart nickt, geht um mein Auto rum. Eins, zwei, drei, vier, alle da. Nebenan stand ein anderer Autofahrer mit zwei platten Reifen. Hörte ich, wie der Tankwart sagte, Sie haben aber Glück gehabt, die Reifen sind nur unten platt. In der Autowerkstatt nebenan sagt der Meister zu einem Kunden, ist Ihr Auto in letzter Zeit auch schon mal überholt worden? Ja, sagt er, eben noch von einem Radfahrer. Abends war ich in Emden in einer Kneipe, neben mir unterhalten. Angeht. Ich darf Ihnen unseren Büttenredner des Ostfriesen-Eintopfes vorstellen. Es ist unser Winfried Griener.
Wie ich meinen eigenen Furz nicht mehr hier komme. Boah, da musst du bei den Doktor, ja. Na ja, da war ich doch lang. Den hat mir Pille verschrieben. Und hat die Hotten haben sie jetzt genutzt? Ja, sicher haben sie jetzt genutzt. Ich furze wie Lothar. Ja, und du stinkst du hier reilig. Das, weil ich jeden Abend Bungenzopf mit Ananas esse. Bungenzopf mit Ananas? Wofür da dann? Einmal Lene, wat mein Frau ist. Das hier auf unserem Bett immer hier ein bisschen hawaiianisch Inselmusik. Patti, willst du nicht erst die Liga am Saal begrüßen? Das kann ich machen. Das ist Eva. Ich begrüße alle evangelischen Christen im Saal. Aber das kannst du doch nicht machen. Dann musst du auch noch jetzt Katholisches tun. Dann soll ich auch noch jetzt Katholisches tun. Ja. Aber ob den Verantwortung. Musikverein begrüßen. Guten Abend, der Fallspieler und Radaubrüder. Hey, mach los. An dem Verein, was die Jungen da waren, an dem Verein habe ich 10 Jahre lang gespielt. Und dann? Dann habe ich abgehört, dann muss ich abhören. Weil du so verkehrt geblasen hast. Nee, ich konnte die Sauferei nicht mehr vertrauen. So, und wenn man will, so viel legt wie Riesen, dann will Riesen, hey, aber will auch noch die Frau Heiligabend. Hallo, hallo, oh, nee, hast du schon guten Abend, gell? Hey, na, warum schwitzt du? Hey, hat der Frau Heiligabend. Schon gell, gell? Stimmung, Halligalli, richtig, jetzt los, das heißt. Frau Heiligabend, wenn das da ist. Hey, siehst du doch noch an. Siehst du nicht? Die sieht doch aus wie Christbohm. Hei hat sie die Lametta und hei hat sie die Gure. Ey, Sonne ist mit der Frau und hast das ja sowieso so ein Sach, gell? Hab kein Stau oder so. Weil warst du als so lang gestorben und keiner hast du immer noch keinen. Das sind ich nicht schuld. Dann hast du mit meinem Schwager Meiers Erich von der Kehr. Den hat mir jetzt beibracht. Was hat der dir da gesagt? Den hat gesagt, meine Frau ist das Kapital und meine Freundinnen sind die Zinsen. Und an das Kapital gehe ich nicht ran. Aber ich habe meine Frau ja schließlich noch aus Liebe geheiratet. Aus richtiger Liebe. Nicht wie Schmusmänner es wollen. Der hat sing Margret geheirat, weil hat er nicht vor als all eine Frau. Das stimmt. Hat war nämlich das einzig, was sich lange wie 5 Minuten mit dem Ei los hat. Und das will ich da so, Lies. Wir haben den Baum ist der Werner, denn er sucht keinen Schlag besser. Den hab ich glaubt, der Trab geht drauf, ihr Rat. Da hab ich dem auch erzählt. Ming Frau, habe ich gesagt, Werner, Ming Frau ist ein Engel.
Von was dort, Werner? Was du und Jude Ming lernt noch. Hi, Ming und Batti sind Hochzeitsnacht, wo ihr Ohren dingen. Marlene sagt, geh schon mal ins Schlafzimmer, ich muss noch ins Bad. Ich sagt, hello! Marlene sagt, leg dich schon mal hin, ich komme gleich. Und ich sagt, hello! Marlene kommt ins Schlafzimmer und sagt, na Lampi Bärchen, schläfst du schon? Und ich sagt, hello! Aber warum rufst du denn immer, hello? Ich sagt, Blöde steht hin, soll er mal raus? So, hier ist Lies. Dann hast du mich so durch den Kakao gezogen. Misst du dann eigentlich mal Ding im Reiner auf und such noch immer Libidako? Libidako, was ist da dann? Wisst nicht, was Libidako ist? Nee. Liebe, bis Dallas kommt. Was liebe Ohr geht, als grausens Hermann, die Ohren, Ohren, Deibel. Herr Waller bin Doktor und ein Doktor sagt, tja, Herr Kraus, soweit ist alles in Ordnung, aber Sie können nur noch 50 Mal Liebe machen, dann ist es damit endgültig vorbei. Daheim sagt Hermann zu Maria. Oh, hier ist Maria, hier ist Maria. Ich kann nur noch 50 Mal. Wisst ihr, warte, dafür muss ich mal eine List machen. Noch 6 Wochen braucht Maria. So, nicht Hermann, Baby. Man jedet dann endlich los. Du, meint Hermann. Wieso fragst du mich so dumm? Du stehst ja nicht drauf auf der List. Robi? Ja, hat ja wohl Ohrenfreundin aus Berlin. Ja. Ja, hat der Singepap Robi ihr Brief geschrieben. Sehr geehrter Herr, ich habe gehört, dass Sie mit meiner Tochter in Techtelmechtel haben. Kommen Sie mal am Sonntag sofort zu mir. Du hat Robi zurückgeschrieben. Lieben Herr, ich habe Ihr Rundschreiben erhalten und werde pünktlich an der Versammlung teilnehmen. Ey, Alice, da kann man wohl drüber strecken. Aber richtig Pech ist das ja, wenn wir so eine Verbindung dann auch noch Kantbüros kennt, gell? Ja, zum Beispiel bei Schwickrotz Edgar. Als Edgar auf die Welt kommt, hat sein Tante Johanna gesagt, oh, isen Edgar ist wie ein Engelchen vom Himmel gefallen. Ja, sagt Schwickrotz Reim, leider genau mit Gesicht. Zwischen Schwickrotz Edgar und dem Mofa. Nee. Ein Mofa kann man frisieren. Oder Loise Prinz Hennes. Vor dieser Herr ja doch auch geschludert. Kennst du den Außenminister Genscher, den ehemaligen? Ja. Aus dem singen Uhren. Und Hennes singen Verstand. Was hätten wir da für einen Esel machen können? Hennes hat ja wohl auch schon selber Kanner. So nummen. Ja. Lass holten die Kanner.
an der Schule bei der Frau Kohn Sätze bilden, an denen die Wörter wahrscheinlich und denn vier Kuhn. So, der im Schaf singe Christopher. Wahrscheinlich regnet es draußen, denn die Leute haben alle die Schirme aufgespannt. Und du sorten Ruth singe Sebastian. Wahrscheinlich fahren wir dieses Jahr in Urlaub, denn meine Eltern sparen schon. Und du sort Hennes singen Hans Heinrich. Mein Papa geht mit der Times über den Hof. Aber wo sind denn da die Wörter wahrscheinlich und denn? Ja, ich war ja auch noch nicht fertig, Frau Kohn. Wahrscheinlich geht er scheißen, denn Englisch kann er nicht. Ja, lauset Manni zu Singerfrau. Nee, was ist diese Raimund doch so schlau? Minste Mager, denn hält die Intelligenz vor mir. Vor wem der Sus, sagt Mager, ich hab mich nämlich noch. Gehst du dann auf? Weißt du dann auch, Lies, noch als Manni, noch als Opi stehen. Noch 5 Minuten kommen wir zurück ans Schlafzimmer und brüllt: Mager, Mager, ein Wunder ist passiert, ein Wunder ist passiert, wie ich an das Badezimmer reingegangen bin, du hast das Licht von Jans allein eingegangen, wie ich es rausgegangen bin, du hast noch von Jans allein es ausgegangen, ein Wunder, ein Wunder. Oh, Sackertjes. Weil hat mingen allen halt Nes an der Kühlschaf gepisst. Das sind ja wirklich komische Sachen, ja. Aber mir passieren die letzte Zeit auch immer so ein komisches Sachen. Was ist da passiert? Ei, du weißt doch, ich schon eine Welle sind ich. Ja. Denn hat nur bei mir auf dem Fanger gesehen. Das hat mich fürchterlich aufgeregt. Und dann habe ich ihn betäubt. Und dann habe ich ihn an der Tische gestopft. Und das dauert 2 Minuten, dann kommen Flügelchen raus. Dann kommt das zweite Flügelchen raus. Und dann kommt das Käbchen raus. Da habe ich ihn nächstes da sitzen. Und das hat mich aufgeregt, da habe ich ihn nächstes betäubt. Und an die andere Tische stoppt. Und da dauert 3 Minuten, da kommt der Flügelchen raus. Da kommt der zweite Flügelchen raus. Du guckst mich so dumm an, da das war. Und da kommt der Käbchen raus. Da hab ich mir nicht auf den Fanger gesagt. Ich muss dringend auf den Zug. Und da dachte ich, das Vieh, das muss verstoppt werden. Ich hab sich noch mal betäubt, gell? Da habe ich den Buchsenstall aufgemacht. Und da habe ich das Vielchen an der Buchsenstall gedrückt. Buchsenstall zu, ran an den Zug, ran an das Abteil, sind die eingeschlafen. Da kommen 2 Nonnen an das Abteil. Ob einmal jung der Buchsenstall auf. Du kommst Flügelchen raus. Du kommst da zweit Flügelchen raus. Du kommst da Käbchen raus. Du tippt mich in von den Nunnen auf die Schelle und seht. Mein Herr, ich kenne mich ja nicht so richtig aus, aber ich glaube, Ihnen ist soeben ein Ei geplatzt.
Noch ein komisch sagt, die mir passiert das. Wisst ihr, Scholler am Bett gelegen, war ich eingeschlafen, da habe ich geträumt. Da habe ich geträumt, ich bin gestorben und dann in den Himmel gekommen. Und da habe ich diesem Herrgott gefragt: Lieber Gott, wie lange dauert eigentlich eine Ewigkeit? Und du hast diesen Herrgott gesagt: Mein Sohn, siehst du doch unten das breite blaue Band? Das ist die Mosel. Und siehst du das kleine blaue Band, das dort von abgeht? Das ist die Sauer. Und das noch kleinere blaue Band, das dort abgeht, das ist die Brunn. Und das Fleckchen dort an der Brunn, siehst du es? Das ist Wachsweiler. Und das kleine Kästchen in dem Fleckchen, siehst du es? Das ist das Jugendheim. Und der winzig kleine Punkt dort in dem Jugendheim, siehst du ihn? Das ist der Lehrer Rudolf Irsch, der Dirigent vom Musikverein, den sie alle Hähne Ruth nennen. Und bis der jemanden einen ausgibt, das dauert eine Ewigkeit. Lies, wenn es jetzt ja auch nicht. Wer sind dann eigentlich die kleinsten Leckheier Wurstwäller? Boah, Thielens Arnold und Inselbergers Heinz. Thielens Arnold und Inselbergers Heinz. Wer nach dann Inselbergers Heinz? Ei, Flemis Walter sind Bäckerchen, ein Tärtchen. Der kann immer den Anstand machen. So, und jetzt Lies, hast du die Ohren doch gefallen? Weil Stimme halt oben und schaffen und sind am Schwesen. Die Leute, die lachen nun. War das doch nicht normal? Ja, und sie sitzen alle auf dem Hinner. Und da das ja nicht gesund. Genau, das stimmt. Wusst du, was man will machen? Will machen wir jetzt alle ein bisschen Gymnastik, wa? Ja? Da steht es alle oben. Musik war ein paar Sitze bleiben, die meisten sind sowieso halt mal Sitze blieben. So? Ja, fein, fein. Wunderbar, richtig abstauen, ja? Erich, du auch, aber das steht schon. Gut. So, und wer macht Almat, ja? Dann hast du Jans Eva, ja? Mach doch mal der rechten Arm, dann hast du den anderen von dem Land, ja? Der rechten Arm, Jans fest an Tisch. Richtig rupp, so, ja? Und wer der lang genug noch? So, wunderbar. Und wer macht da die Fange so noch bannen? So, und wer macht da so? So? Weißt du, was da das ließ? Ja. Thielens Arnold beim Flipperspiel. Übrigens, Herr Wolfsfeller hat ja wohl auch eine Pizzeria aufgemacht. Ja, das habe ich gesehen. Dahinter geht diesen Dächern Hubi Hand auf, Korf Redig, Frikadellen essen. Korf Redig geht denn doch in der Frikadellen essen? Ja und? Fleisch ist doch kein dran. So, jetzt aber dort drüber könnten wir doch feine Kleeliedchen machen, oder? Von hier aus. Aber die Leger am Saal müssen all matt sagen. So, ich kann zwar kein Akkordeon spielen, das werde ich merken, dafür kann aber Lies nicht sagen. Ich spiele noch Nummer mit der langen Hand, für mich even hatte ich kein Zell. So, wir sangen also well Kleeliedchen über die Schung Pizzeria, die Major. Wir haben da auch Refrain dran, der kennt ihr alle und wir schon, wenn er den ein bisschen matt macht. Gar lange hat's gedauert, da nahm in unserem Örtchen das Schicksal anderer Orte auch endlich seinen Lauf. Nach Kirmes ist's gewesen, da machte Keschkes Ossi zusammen mit der Moni eine Pizzeria auf. Ja, und was rieber da? Oh la la, mit der Pizza, oh la la.
läuft die Schikaria des Nachts in großen Scharen, gepudert und gestriegelt, nein, ich versteh das nicht. Auf ne Portion Lasagne, Salat und Tortellini und ein, zwei Glas Chianti ins Lager von Trabschich. Als sich jemand fragte, der auch mal da gewesen, wie es ihm denn wohl geschmeckt hat, da hat er nur gelallt. Der Fusel, der war billig, die Nudeln waren zu teuer, mein Eis war ganz geschmolzen und die Pizza, die war kalt. Oh! Der hat mit seiner Pizzeria, wonach wir lang gestrebt. Der hat mit dem Lokale ganz nah an dem Kanale, und das ist das Fatale, das Ortsbild neu belebt. Die essen wir viel lieber als ne Forelle blau. Drum singt jetzt ganz alleine, solange es euch Spaß macht. Wir beide sind jetzt fertig, lebt wohl, hinauf und schau.